Dragon's Dogma 2 hat ein neues Update bekommen und das bringt nicht nur einen leichteren Spielmodus und jede Menge Bugfixes, es soll vor allem die Performance in den Siedlungen, also in den kleinen Dörfern, aber auch in den großen Städten verbessern, denn da gab es ja regelmäßige Frameraten-Einbrüche, gerade wenn viele Charaktere unterwegs waren. Und tatsächlich, das Update hilft spürbar. Ich würde nicht sagen, dass jetzt alles perfekt ist, aber der Unterschied ist schon merklich. Also falls ihr das Spiel vielleicht zuletzt pausiert hattet oder vor euch hergeschoben habt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mal reinzuschauen. Sollte man es, wenn man es noch nicht gekauft hat, jetzt schon kaufen? Ich würde sagen, vielleicht eher noch mal warten, denn eigentlich bräuchte Dragon's Dogma 2 eine Enhanced Edition. Warum? Seht ihr hier schon, denn ich spiele das Ganze jetzt mal mit der Path-Tracing-Version. In der Engine ist nämlich schon die Technik für Path-Tracing drin. Das haben Modder vor ein paar Monaten schon aktiviert. Und inzwischen läuft das Ganze tatsächlich auf meinem Rechner auch mit 60 FPS, selbst in der Stadt. In WQHD natürlich mit aktivierter Frame-Generation, aber ohne spürbare Eingabeverzögerung. Sehr, sehr rund. Und das sind ja die anspruchsvollsten Szenen im Spiel. Aber das Problem ist ein bisschen, diese Path-Tracing-Lösung ist halt nur eine reingemoddete Lösung und die Technik ist noch nicht komplett. Das Wichtigste, was wahrscheinlich fehlt, ist das Denoising. Das bedeutet, dass das Bild immer noch so eine gewisse Unruhe hat. Hallo, gehst du mal aus dem Weg hier? Dass es so ein bisschen aussieht, als gäbe es so ein Bildrauschen. Man sieht das ganz gut an den Charakteren. Also wenn ihr jetzt hier mal auf das Gesicht achtet, dann sind da lauter so kleine Pünktchen drin. Und das würde normalerweise ein Denoiser, der würde dann nochmal rübergehen und das dann sauber machen. Das ist halt jetzt einfach noch nicht richtig drin und das müsste Capcom reinbringen. Und dann hätte man schon mal eine gute Startposition für eine Enhanced Edition. Jetzt kommt ja im November die PlayStation 5 Pro zu einem völlig lächerlichen Mondpreis raus, aber wahrscheinlich wird es nochmal ein Update auch für die Pro-Version von der PlayStation-Fassung des Spiels geben. Das wäre natürlich eine gute Gelegenheit, um auch hier auf dem PC nochmal ein Update nachzureichen und endlich die Technik hier offiziell reinzubringen, denn das würde auch bedeuten, dass man ein paar Bugs, die auch noch in der Technik drin sind, endlich mal beheben könnte. Das Wichtigste ist vor allem, dass viele von den Lichtquellen im Spiel zwar dank der Path-Tracing-Version dynamische Schatten werfen können, was ein gewaltiger Unterschied ist bei Nacht. Ich werde mir hier die Stadt auch gleich nochmal bei Nacht anschauen. Problem ist nur, dass die meisten von diesen Lichtquellen sehr, sehr durchwachsene LOD-Einstellungen haben. Das heißt, dass die dynamischen Schatten erst relativ spät aufpoppen. Und je kleiner das Objekt, je kleiner die Lichtquelle ist, umso stärker merkt man das. Da müsste also Capcom nochmal ran, denn ich habe bislang noch keine Mod gefunden, die das ändert oder auch keine INI-Einträge oder irgendwo Einträge dazu, wenn ihr das wisst. Also wenn ihr wisst, wie man die LOD-Einstellungen für Schattenwurf in dem Spiel weiter nach außen pushen kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare, denn dann könnte man das Problem selber lösen. Hier sehen wir es schon mal, bevor wir gleich nochmal in die Nachtszene wechseln. Aber es geht um dieses Problem. Diese aufpoppenden Schatten, das müsste ein bisschen weiter nach draußen geschoben werden, denn ich will das nicht ein paar Meter vor mir sehen. Gut, das sind jetzt hier diese kleinen Kerzen. Die haben da sowieso relativ geringe Level of Detail-Werte drin. Größere Feuerstellen haben da bessere Werte drin. Aber man sieht es hier zum Beispiel an den Fackeln oder beziehungsweise an den Kerzenhaltern. Das sollte, ich würde sagen, es müsste mindestens so 10, 15 Meter weit dargestellt werden. Oder es sollte zumindest eine Eingabemöglichkeit geben, dass man es selber einstellen und im besten Fall halt auf sein eigenes System optimieren kann. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei Nacht an und ich möchte euch ein bisschen zeigen, warum ich glaube, dass da noch so viel Potenzial drin schlummert in diesem Spiel. Wir sehen das hier sofort schon, nämlich an dieser Fackelstelle, die jetzt ja, Schatten erzeugt, sowohl von dem Holzgestell selbst als auch von unseren Charakteren. Und das gilt jetzt für fast alle Lichtquellen im Spiel. Wo vorher, wir sehen es hier in der Entfernung, da hinten bei der Feuerstelle, der Schatten nur auf die Textur raufgeklebt ist, über eine Shadow Map, also nicht wirklich dynamisch ist, ist es jetzt mit Path Tracing möglich, dass es tatsächlich einfach alles in Echtzeit berechnet wird. Das Problem ist halt nur, ab wo das System umschaltet. Und das werden wir jetzt gleich bei dieser recht großen Feuerstelle sehen. Ich komme jetzt nämlich näher ran, genau. Und zack, jetzt ist es dynamisch. Jetzt wird wirklich berechnet, okay,
da ist eine Flamme drin und die erzeugt Licht, also muss ich auch Schatten selbst von dem Kug, der drumherum oder von dem Konstrukt drumherum ist, erzeugen. Wenn ich jetzt hier näher rangehen würde, dann würde auch mein eigener Charakter hier überall tatsächlich sauber Schatten erzeugen. Und das ist natürlich für die Atmo total cool, wenn die ganze Stadt so gestaltet ist. Aber man müsste halt an die Level-of-Detail-Werte rankommen können, damit man solche Sachen, zack, vermeiden kann. Oder sie einfach weiter rausschieben kann. Und für die Zukunftssicherheit natürlich vielleicht auch Optionen drin hat, die dann mit Hardware in 5 Jahren das noch weiter rausschieben kann, damit man das nicht mehr so stark sieht. Und diese Lichtquellen hier, diese großen Feuerkrüge, sind eigentlich noch mit die besten, weil sie noch fast mit am weitesten reichen. Aber wenn wir jetzt mal so ein paar andere Sachen uns anschauen, also zum Beispiel jetzt hier diese kleine Laterne, die dürfte relativ nah erst angehen. Genau, die ist jetzt erst angegangen. Ein paar Schritte weggehe, zack, ist es schon aus. Also das ist sehr, sehr, sehr spät. Ähnlich spät wie auch, weil es auch eine Kerze ist, für die Kerze hier drin. Klaue ich mal hier ein bisschen das Zeug. So, jetzt gehen wir mal näher ran. Jetzt ist ein Schatten drauf von der Kerze. Der Schatten geht halt direkt nach unten. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe, ich hoffe, man sieht das halbwegs, müsste er weggehen. Zack, da war er weg. Da ist er weg. Also so würde es halt ohne aussehen und so sieht es mit aus. Und ich finde, das ist halt schon ein geiler Unterschied. Also auch hier von der Kerze zum Beispiel das Licht, was auf dem Boden scheint. Und wenn das halt durch die ganze Welt geht, dann macht das so einen Atmosphäreunterschied. Und auch dafür fände ich es so wichtig, dass Capcom das endlich mal offiziell freischaltet, offiziell einbaut. Weil, wie gesagt, die technische Grundlage ist in der Engine drin. Das haben die Modder jetzt nicht reingebaut, sondern sie haben es mehr oder weniger aktiviert und haben auch schon erste Verbesserungen reingemacht. Auch so eine Art grobe Form von Denoising ist da schon drin. Also so ist nicht, da passiert schon eine ganze Menge. Aber die Grundlage dafür ist einfach schon in der Engine drin. Deshalb kann man es ja auch in anderen RE-Engine-Spielen, wie den letzten Resi-Spielen zum Beispiel, aktivieren. Und wir reden halt nicht nur mehr von Raytracing, sondern von Pass-Tracing, was halt auch in sowas wie jetzt Cyberpunk aktivierbar ist. Und das kann halt für so einen geilen Atmo-Unterschied nochmal sorgen. Denn diese ganzen Lichtquellen hier wären normalerweise, würde da nichts erzeugt werden. Also wenn ich jetzt hier lang laufe, da würde einfach kein Schatten in der normalen, selbst in der normalen Raytracing-Version wäre da kein Schatten. Und naja, sorry, aber das ist halt schon ein ganz schöner Unterschied. Das einzige Problem ist, ihr merkt es, ne? Ich laufe irgendwo lang und die Schatten gehen an. Und das merkt man halt schon spürbar. Zack, da hinten gehen sie aus, hier gehen sie wieder an. Wenn man das ein bisschen weiter rauspushen könnte, und ich glaube nicht, dass es so viel Performance fressen würde, dann würde das schon massiv helfen. Also vielleicht zweimal so weit. Gerade hier auf dem Hof sieht man das übrigens auch nochmal sehr schön, wie die dynamische Lichtquelle an- und ausgeht, je nachdem, wie weit ich mich davon entferne. Das Kuriose dabei ist, dass meine eigenen Figuren und auch die kleinen Steine, die hier im Vordergrund liegen, noch deutlich länger einen Schatten erzeugen. Ich dachte erst, dass es vielleicht irgendwie die Mondlichtquelle ist, aber es ist tatsächlich diese Feuerstelle, weil ich es hier nämlich auch nochmal ausprobiert hatte an der Stelle, und da merkt man es dann auch. Ah, okay, da gibt es auch nochmal offensichtlich unterschiedliche Einstellungen, wie das Spiel diese Eingaben ausliest. Eine schöne Beispielszene haben wir hier übrigens auch nochmal vor dem Tor. Die zwei Fackeln hinter den Wachen erzeugen jetzt Schatten an den Wachen und auch am Geländer an der Seite. Aber die Fackeln selbst müssten eigentlich auch nochmal auf die Fackelhalterungen Schatten werfen. Und das machen sie aus der Entfernung noch nicht. Dazu muss man deutlich näher rangehen. Klar, es ist natürlich auch ein kleineres Detail. Das sollte nicht so weit zu sehen sein, aus Performancegründen wahrscheinlich. Aber ein bisschen weiter wäre schon gut. Jetzt wird es gleich aufpoppen. Zack, da ist es. Und das merkt man dann schon, wenn man durch die Stadt und durch die Spielwelt läuft. Insgesamt ist übrigens in der Pass-Tracing-Version, die ja jetzt nach dem jüngsten Update mit vernünftiger Hardware tatsächlich auch in Städten flüssig laufen kann, auch die Beleuchtung durch die Fackel nochmal ein ganzes Eckchen intensiver geworden. Das kann ich euch jetzt an den Szenen hier mal zeigen.
Wenn ihr das übrigens selbst mal ausprobieren wollt, also Dragon's Dogma 2 mit dieser Path-Tracing-Version, dann braucht ihr dafür nur zwei Mods. Ich packe euch die Links dazu in die Videobeschreibung. Den Link zu den kompletten Patch-Notes übrigens für das letzte Update auch nochmal. Und die Mods sind auch ganz einfach zu installieren. Die Konfiguration ist mitunter ein bisschen fummeliger, weil man da recht viel einstellen kann. Das zeige ich euch gleich nochmal genau, was man da alles machen kann. Ich habe hier in den Szenen ansonsten auch noch eine dritte Mod drauf, nämlich HUD Control. Damit kann ich ein bisschen genauer als mit den Standardeinstellungen verändern, welche HUD-Elemente angezeigt werden sollen. Kann zum Beispiel sagen, ich möchte zwar die Untertitel haben, aber ich möchte nicht diese schwebenden Untertitel haben, beziehungsweise Übertitel, die manchmal über den Figuren, also über den NPCs auftauchen, wenn sie halt irgendwelche Sätze raushauen. Also gerade so Stadtbewohner, die dann immer diese über ihren Köpfen schwebenden Texte haben. Das gefällt mir einfach von der Immersion nicht. Und das kann ich mit HUD Controls unabhängig von den normalen Gesprächsuntertiteln an- und ausschalten. Ich kann auch einschalten, dass zum Beispiel die Ausdauerbalken oder die Lebensbalken erst auftauchen, wenn zum Beispiel die Ausdauer auf 30% runter ist oder wenn ich im Kampf bin oder wenn ich einen bestimmten Prozentsatz an Leben nur noch übrig habe. Das kann ich auch für meine Begleiter einstellen, einfach damit das Bild ein bisschen sauberer wird. Das wäre aber natürlich auch was, wo eine Enhanced Edition nochmal deutlich mehr Optionen anbieten könnte. Denn da ist Dragon's Dogma 2 bislang noch nicht so wahnsinnig gut drin, zumindest nicht im Detail. Also, werfen wir mal ein Licht auf die Einstellungen, die man braucht, wenn man die Path-Tracing-Version spielen will. Zumindest meine Einstellungen, mit denen ich ganz gute Erfahrungen hatte, auch was das Denoising angeht. Das ist nicht perfekt, aber es ist für mich zumindest okay. Nachdem ihr das RE-Framework installiert habt und auch die Graphics Suite, schaltet ihr einfach die Oberfläche dafür im Spiel durch Druck auf die Einfügen-Taste an und dann habt ihr hier auf der rechten Seite, oder ich glaube, das ursprünglich erscheint es dann hier auf der linken Seite, das Menü, aber das könnt ihr euch hier auch hin und her schieben und auch vor allem ein bisschen größer machen, was keine allzu schlechte Idee ist. Und die Links dazu, wie gesagt, sind unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier das Field of View einstellen und auch weiter einstellen, als es standardmäßig im Menü vom Spiel geht, aber das nur so am Rande. Was ihr anschaltet, ist hier unten bei Script Generated UI. Da macht ihr hier bei der Graphics Suite bei den Streamline-Setting diese Sachen an. Also zumindest habe ich damit bislang gute Erfahrungen gemacht, indem ihr einfach die ganzen Geschichten anmacht. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe noch, wenn ich DLSS benutze in der Qualitätseinstellung und Frame Generation, dann mache ich trotzdem zusätzlich noch hier bei Components, das ein bisschen runterrolle, hier unten bei Upscaling-Optionen mache ich noch DLAA an. Ist, glaube ich, standardmäßig DLSS eingestellt. Und je nach Raum ist das Ergebnis mit DLAA schon doch noch mal ein bisschen spürbar besser. Und man muss dann hier halt vor allem auch den Haken setzen, damit es überhaupt an ist. Was man auch noch anmachen kann oder ausmachen kann, ist bei den Spotlights, das sind so künstliche Lichter, die hinter den Charakteren auftauchen, die kann man an- und ausmachen. Wenn ich jetzt hier die Lampe ausmache, zack, dann müsste theoretisch, ich weiß nicht, ob es in Echtzeit passiert, aber er passiert nicht in Echtzeit. Drehen wir die Kamera. Oder es ist zu hell hier. Dann passiert es nicht in Echtzeit. Manchmal muss man das auch neu laden, damit das tatsächlich übernommen wird. Aber theoretisch kann man damit diese Lichter ausmachen, dass hinter den Figuren nochmal so eine Art künstliches Licht auftaucht. Und das wollte ich einfach in der Fassung nicht haben. Also habe ich die beiden ja angemacht. Und dann könnt ihr oder müsst ihr sogar hier oben bei Graphics noch einstellen in dem Bereich Enable Raytracing Tweaks. Und dann stellt ihr in der ersten Einstellung das Pure Path Tracing ein und für die zweite nehmt ihr hier dieses ASVGF. Und dann kommt ihr auf ein ähnliches Ergebnis, wie ich es jetzt hier auch hatte. Und ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch hier nochmal ganz kurz bei den HUD-Einstellungen oder durch das HUD Controls zusätzlich reingekommene Einstellungen mal anschauen. Das kommt halt durch diese Mod, die man noch dazu geladen hat. Da kann man zum Beispiel halt hier einstellen, den Player Stamina Balken, der normalerweise immer auftaucht, wenn man sich bewegt, dass der halt standardmäßig eher ausgeblendet ist, aber dann ab 30% Stamina auftaucht. Und hier kann man zum Beispiel diese schwebenden
Untertitel, die über den Charakteren auftauchen, ausschalten, indem man einfach hier zwischen True und False wechselt. Und da sind noch viel mehr Einstellungen, auch für die Karte, für ja, irgendwelche einsame Sachen. Vieles davon kann man aber auch schon im Standardmenü einstellen, aber gerade so manche Details sind halt hier besser. Und was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, dass ich einfach bei den Begleitern die Symbole und die Lebensbalken standardmäßig aushabe, weil ja, die will ich jetzt nicht die ganze Zeit sehen. Ich weiß ja, wer das ist, aber ich will natürlich sehen, wenn sie spürbar verletzt sind, also wenn ich vielleicht ein bisschen auf sie aufpassen müsste. Und jetzt ist es zum Beispiel so eingestellt, dass meine Begleiter, wo sind sie? Die Gegner, die Feinde, die Pawn, genau, dass die Pawns ihre Lebensbalken anzeigen, wenn sie unter 70% Leben sind. Genau, also da kann man ganz schön was dran drehen. Aber es sind ja nur zwei kleine Mods, die jetzt hier mit dabei sind. Es gibt ja noch etliche mehr, aber die wollte ich jetzt mal zum Ausprobieren und zum Zeigen nutzen. Und ich hoffe ein bisschen drauf, dass Capcom da in den nächsten Monaten vielleicht noch ein bisschen nachpusht, was Updates angeht, und die ein oder andere Option auch ganz offiziell ins Spiel reinbringt, denn ich finde, das hätte das Spiel durchaus verdient, auch wenn ich weiß, dass es mitunter ganz schön umstritten ist. Aber mir gefällt es bislang zumindest sehr, sehr gut. So, das war's von meiner Seite aus zu meinem kleinen Video zu Ich möchte eine Enhanced Edition von Dragon's Dogma 2 haben. Wenn ihr es ähnlich seht, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt gerne, was ihr euch vielleicht noch an Funktionen wünscht in einer verbesserten Version. Natürlich rede ich jetzt hier auch immer von einem kostenlosen Update, also ich rede nicht von einer bezahlten neuen Version, sondern von einem kostenlosen Update, denn dafür ist das Spiel noch nicht alt genug, dass man da ein bezahltes Remaster draus machen könnte, und dafür ist es auch einfach nicht in einem gut genug technischen Zustand rausgekommen. So, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.